Live-Punk heute mit einer Frau, die über sich sagt, ich stehe immer wieder auf, egal wie extrem die Situation auch ist. Und das meint sie wörtlich. Melanie Schlag-Daniels ist mein Gast. Tochter etwas sagt, dann ahnt ihr schon, welche Extremsituation mein heutiger Gast packen musste. Für Melanie begann alles mit der ganz großen Liebe, dass sie dann aber von diesem Mann aus einem fremden Land mit der gemeinsamen Tochter fliehen musste, das war nur eine der extremen Situationen ihres Lebens. Sie wollte den totalen Neuanfang für sich und ihr Kind und wie ihr das gelang, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Mel, erstmal danke vorab schon, dass du uns ein Stück deiner Geschichte verrätst. Du hast zum Glück auch eine richtig tolle Botschaft auch noch hinten dran für uns heute. Denn es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine außergewöhnliche Geschichte, wo du wortwörtlich mehrfach neu aufgestanden bist. Ist ja Thema auch hier von unserem Podcast. Und lass uns in deinem Fall wirklich mal relativ weit vorn beginnen. Du hast gesagt, du bist auch ein bisschen aufgewachsen anders als die anderen. Und das war auch schon immer eher schwierig. Sag mal ein Stichwort, warum? Was war da so anders? Ja, ich bin als Kind adoptiert worden, als Baby, in der eigenen Familie. Dadurch ist mein Familienverhältnis mit Brüdern und Schwestern einfach nur ein bisschen verdreht. Meine Brüder und Schwestern sind eigentlich Onkels und Tanten. Okay. Und dadurch war das natürlich, also für mich war das nie schwierig. Aber es gab halt immer mal so ein paar, ja, Eckpunkte, wo man sich, wo es Theater ein bisschen gab, unterhalb der Geschwister. Wir sind 5 Kinder insgesamt. Mit meinen Brüdern funktioniert das super. Und die Mädels sind halt die, ja, die Schwierigen. So, und dann kam irgendwann als junge Frau in deinem Leben Jean, deine große Liebe, genau. Und mit ihm sollte es dann aufgehen in die USA. Soldat war er, glaube ich, ne? Genau. Ja. Er war in Deutschland stationiert, in Schweinfurt und Grafenwöhr, also so ein bisschen abwechselnd. Und habe ihn dann online kennengelernt. Und das hat auch alles super funktioniert. Wir hatten Spaß, wir sind weggegangen. Also es war wirklich so, wie man es eigentlich sich wünscht. Und er wurde dann nach einem Dreivierteljahr, Jahr ungefähr, hieß es, er muss wieder zurück in die USA. Ja. Und ja, dann war die Überlegung, heiraten war eben ein Thema. Machen wir es jetzt schon oder wir machen nur Fernbeziehung erstmal. Und das wollten wir nicht. Und dann habe ich mich entschieden, mit in die USA zu gehen. War das eine Entscheidung, wo du ewig drüber nachgedacht hast, Mel, oder wo du da doch aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus einfach gesagt hast, Chaga, komm, das machen wir? Jein. Also hätten meine Eltern beide noch gelebt, dann wäre ich nie in die USA gegangen. Also es wäre für mich nie zum Thema gewesen. Da hätte die Liebe, glaube ich, noch so groß sein können, wäre ich hier nicht weggegangen. Doch dem, dass beide nicht mehr da waren, war das für mich eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Und fand das natürlich auch spannend, weil wir bei uns in Fürth, wo ich eigentlich herkomme aus der Heimat, im Frankenland eine Kaserne eben auch haben und ich mit dem Thema Amerika natürlich immer auch aufgewachsen bin. Nichts Neues für mich. Und dann war er dort wirklich dann vor Ort, nehme ich mal an, wenn man da so neu ankommt, noch niemanden kennt, erstmal deine Familie, dein Mittelpunkt deiner Welt. Wie leicht oder wie schwer war es denn dort anzukommen, Freunde zu finden, mit anderen Kontakt zu haben? Also ich war dann eigentlich selber auch der Mensch, der geguckt hat, dass er Kontakte knüpft, guckt, wo ist alles, um einfach nicht, ja, wie leider viele deutsche Mädels, die einen Soldaten heiraten, denken, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und es ist alles schön, alles toll und alles rosig und machen sich um nichts einen Kopf. Ja, und dann hast du mir aber im Vorgespräch erzählt, aus diesem Traum wurde dann irgendwann so ein Albtraum. Ich nehme an, auch stückweise oder was hat sich da ereignet bei euch? Es war eigentlich so das erste halbe, dreiviertel Jahr, war eigentlich super. Wir sind weggegangen drüben, es hat alles funktioniert. Bis zum eigentlich für mich nicht spektakulären Tag oder Ereignis ist mein damaliger Mann ausgerastet. Da flogen die Teller, die Getränke flogen. Ja, die Wohnung sah aus und ich dachte mir, okay, was war jetzt das? Also konnte das für mich nicht so wirklich zuordnen. Wo das herkam. Ja, genau. Genau, wo das herkam. Und dachte ich mir, okay, wie man halt so denkt, das ist so ein Ausrutscher, so eine einmalige Geschichte. Ja. Und dann war auch mal eine Zeit lang, sage ich mal, ein bisschen Ruhe. Und ja, dann eben nahm das unübel, der ganze Terror eigentlich so seinen Lauf. Und so wenn man das Buch oder den Film kennt, Nicht ohne meine Tochter, so in der Art,
spielte sich das bei mir in den USA auch. Wahnsinn. Und dann ist eben auch mal der Schlüssel ins Gesicht geflogen und solche Dinge sind passiert. Sag mal, du hast es vorher aber in Deutschland so noch nicht gespürt, ja? Noch nicht wahrgenommen, Da nee. war das gar nicht. Okay. Also, da war lieb, nett. Wir sind weggegangen, wir hatten Spaß. Keine Anzeichen dazu. Gar keine. Ja. Sonst wäre ich, glaube ich, nie mitgegangen. Ja, wie lange hast du denn gebraucht, um überhaupt dann erstmal zu begreifen, okay, das war vielleicht ein Ausrutscher, das war kein Ausrutscher, das ist jetzt öfter, irgendwas ist anders mit ihm? Also es hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe immer wieder gesagt, Mensch, das wird schon und es ist gerade alles schwierig und bis das alles so anläuft. Und ich konnte noch nicht direkt das Arbeiten anfangen, weil mein Arbeitsvisum eben noch durchgehen musste. Und da dachte ich mir, gut, das wird schon, das ist halt am Anfang alles so ein bisschen, bis sich das alles eingespielt hat. Und es war dann ja auch immer wieder mal eine Ruhe zwischendrin. Ich bin 2010 in die USA. Und also den Höhepunkt war dann wirklich im, sag mal, Februar, März 2012. Da kam dann der Controller von der Xbox geflogen mit einem riesen blauen Auge. Und da hat dann wirklich alles eigentlich seinen Lauf genommen, den ich dann auch teilweise nicht mehr beeinflussen konnte, weil eben die Army dann so involviert war in das Ganze, die das mitgekriegt haben. Und ich eigentlich ihn auch gar nicht mehr schützen konnte vor irgendwas. Du wolltest ihn also wirklich noch eine ganze Weile schützen und hast Begründungen gesucht und einen Ausweg für euch als Paar gesucht auch. Ja, weil ich immer gedacht habe, Mensch, du willst ja irgendwo die heile Familie und das ist meine Phase und Stress auf Arbeit bei ihm. Das hat man sich dann halt einfach sehr vieles, vieles eingeredet. Und ja, aber man will sich das natürlich dann irgendwo nicht eingestehen, weil man muss dazu sagen, ich war vorher ja schon mal verheiratet. Und dann denkst du dir, Mensch, komm, das muss doch diesmal klappen. Also du sitzt hier tausende von Kilometern von zu Hause weg und willst eigentlich vielleicht ein Stück weit auch der Familie oder Freunden beweisen, dass das funktioniert, dass du jetzt nicht umsonst irgendwo alles aufgegeben hast, Wohnung, Möbel, dein ganzes Leben eigentlich, und du kommst zurück mit nichts. Ja, und du hast natürlich in dem Moment auch dann noch die wirtschaftliche Abhängigkeit, weil du da gerade im Moment noch auch keinen Job machen konntest. Wer hat dir denn in dieser Phase, wo das alles noch so neblig war, geholfen? Oder wo hast du denn da mal Rat oder Beistand gefunden? Gab es da überhaupt jemanden dort im Ausland? Ja, also es gab eine Freundin, die hat relativ nah bei uns gewohnt. Die Olga, oder Oli haben wir es immer genannt, die ist auch Deutsche, war auch mit einem Ami verheiratet, hatte auch einige Probleme mit ihrem Mann. Und wir haben uns dann wirklich oft ausgetauscht, sie hat auch Dinge mitbekommen, was sie mir dann auch einfach schriftlich auch bestätigt hat, damit ich einfach so ein bisschen, das nachweisen kann, ne, wenn es mal um irgendwas geht. Also wie gesagt, es hat von, sag ich mal, Mitte 2011 bis Februar 2012 war das alles sehr schwierig. Mal so wirklich ein Auf und Ab, das ist wie Berg und Tal. Und als das dann wirklich so extrem wurde, hat halt die Army, waren diejenigen, die mir geholfen haben. Wobei man dazu sagen muss, also Army ist nicht immer gleich Army. Es gibt Vorgesetzte, die sagen, mir egal, der Soldat ist für mich der Wichtigste und Frauen, interessiert mich nicht wirklich. Ich habe aber das Glück gehabt, dass mein jetzt Ex-Mann, sein Chef, absoluter Familienmensch ist und immer gesagt hat, es gibt für ihn Gewalt in der Familie, mit Tieren, mit Kindern, gibt es für ihn nicht, ohne Ausnahme, ohne Diskussion. Und als er das mitgekriegt hat, also man kann sich das dann wirklich so vorstellen, dass er mit der Zahnbürste die Klos geschrubbt hat. Er durfte nicht nach Hause, er hat Verbot gekriegt, bei mir auf Arbeit aufzutauchen. Das komplette Programm. Okay. Und was ich mir als Frau aber wahnsinnig schwer vorstelle, liebe Melanie, du hast dann irgendwie plötzlich bemerkt, ich bin schwanger in dieser ganzen Phase. Und da vermute ich mal, wenn man jetzt von sich selber ausgeht, man will dann trotzdem noch mal 10-mal überlegen, weil man will ja immer noch die Familie zusammenhalten, ne? Vor allem, wenn ein Kind kommt. Oder man glaubt vielleicht auch, es wird dann wieder gut, ne? Wie ging es dir da? Ja, genau, das war dann einfach auch der Punkt. Als ich das dann mitgekriegt habe, ich war dann beim Arzt, weil mir ging es einfach auch nicht gut. Ich war müde durch diesen ganzen Stress. Und dann dachte ich mir, komm, gehst du mal zum Arzt, lässt dich mal durchchecken vielleicht, mal so ein bisschen irgendwas zur Beruhigung, dass du mal wieder vernünftig schlafen kannst. Und dann sagte die zu mir, nee, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und dann dachte ich mir, Mist, jetzt ist eigentlich gerade so richtig, ich sag's mal, die Kacke am Dampfen. Und ich stehe da und bin schwanger. Und der Witz war halt, ich war mit einer Risikoschwangerschaft. Also mich haben sie auch nicht mehr fliegen lassen. Also ich hätte auch noch nicht mal, wenn ich gewollt hätte, nach Deutschland zurückgekonnt.
Ja, hättest du gar nicht gedurft. Und war denn da der Entschluss schon gefallen bei dir? Wann und wie und warum fiel der denn dann eindeutig? Ich will zurück nach Deutschland, ich will mit meiner Tochter weg. Ich habe immer noch so ein bisschen gehofft, dass sich das irgendwo wieder irgendwie einkriegt. Er musste dann zum diesem typischen Anger Management Programm, also hier für ne, Gewalttätige. Und dachte ich mir, gut, vielleicht hilft das, vielleicht bringt das alles was und es wird alles wieder gut. Und auch seine Geschwister haben gesagt, Mensch, und es wird alles und es ist eine Phase. Sag ich, naja, die Phase dauert ganz schön lange. Und wir waren dann auch beim hier bei der Eheberatung und alles Mögliche. Es war dann, da war die Kleine dann schon auf der Welt und da ging es dann wieder los. Also da kam dann wieder der Schlüssel geflogen, wo die Kleine im Hochstuhl dazwischen saß. Da war eine Freundin auch mit dabei, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist eigentlich so der Schlussstrich, weil es geht so um die Gesundheit auch von meinem Kind. Und das war dann eigentlich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr, weil wenn das ich alleine bin, muss ich das wissen, was ich tue. Aber ich habe eine Verantwortung für ein Kind, für ein Baby. Und da ist einfach für mich dann der Ofen aus gewesen. Also da war dann für mich klar, es muss einen Weg zurückgeben. Okay, Egal wie. du hast dann wirklich für zwei entschieden und vor allem eben auch für dein Kind. Und ich habe dann so mitbekommen, ihr seid dann auch wirklich nur mit einem Trick noch rausgekommen aus dem Land. Da hat dir dann, glaube ich, auch der Offizier geholfen, ne? Also da Genau. waren noch einige Verwicklungen. Was ich an deiner Geschichte dann so stark finde, das ist ja nicht einfach so, ich gehe mal zurück. Du hast dann hier auch wirklich mit nichts angefangen. Keine Möbel, keine Wohnung, wahrscheinlich ein Koffer und deine einjährige Tochter, die Zoe, ne? Ich hatte zwei große Koffer, einen Rucksack oder sagen wir mal, die Größe einer Reisetasche und ein einjähriges Kinderwagen. Wie hast du denn da den ersten Schritt gemacht oder den zweiten und dritten? Schwierig ist halt, dass du aus der USA heraus, wenn du in Deutschland nicht gemeldet bist, nichts vorher klären kannst. Ich wollte mich um einen Kindergartenplatz kümmern, ich wollte einfach mich um die Wohnung kümmern, einfach so grundsätzliche Dinge, weil ich habe immer mein ganzes Leben immer hart gearbeitet, viel gearbeitet, habe eigentlich immer auch gut verdient, mir ging es immer gut. Und das wollte ich eigentlich auch wieder. Und ich konnte keinen Kindergartenplatz anmelden, weil ich eben in Deutschland nicht gemeldet bin. Ich musste erst in Deutschland ankommen, mich beim Einwohnermeldeamt anmelden und dann konnte ich erst weiter was tun. Bin dann hier Sonntag angekommen, habe dann bei meinem Bruder, bei einem meiner Brüder dann erstmal im Gästezimmer mit der Kleinen gewohnt. Bin dann Montag eben aufs Arbeitsamt gegangen, zum Einwohnermeldeamt erst und bin dann aufs Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, hier, so und so ist die Lage. Ich brauche einfach mal 2, 3 Monate, vielleicht 4 Monate Unterstützung, um einfach so ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen, bis die Kleine einen Kindergartenplatz hat oder auch, um weitermachen zu können. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt, dass man in Deutschland nicht wirklich viel Hilfe kriegt in so einem Fall, weil die Mitarbeiterin dann wirklich ganz frech zu mir sagte, ich bin hier falsch am Platz, ich muss Hartz IV beantragen, weil ich 12 Monate nicht in Deutschland einbezahlt habe. Okay, da hast du wirklich mit Hartz IV angefangen Ja, dann. also ich habe wirklich, man muss sagen, ich bin ausgereist am 3. Dezember damals und habe bis letzten Tag vor der Abreise gearbeitet. Und war wirklich keinen Tag arbeitslos, nichts. Und du kommst hier nach Deutschland zurück, in dein Land. Du bist Deutsche und wirst eigentlich so im Stich gelassen. War hart für mich. Also ich, wenn meine Brüder nicht gehabt hätte, weiß ich nicht. Wollte ich gerade Wäre fragen, ganz schwierig wer hat gewesen. dir denn da geholfen? Da war dann so dein Bruder dann da. Genau, Und meine zwei Brüder. was hat dich denn da noch angetrieben? So nach dem Motto, ich muss das jetzt wuppen, ich muss das wieder packen. Mein Kind. Und nichts anderes. Also nur mein Kind. War schwierig. Ich hatte wirklich auch Phasen, dass ich gesagt habe, ich gehe wieder in die USA zurück. Dort gibt es die Wohnung, egal wie er drauf ist. Ich könnte sofort wieder das Arbeiten anfangen. Ja, also so eine Phase hatte ich wirklich, dass ich gesagt habe, das ist mir alles gerade zu viel. Und meine Brüder haben dann gesagt, ja, bist du bekloppt? Bist du denn wahnsinnig? Kannst du nicht machen. Ich habe mich dann ins Leben zurückgekämpft. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, Melanie, ich weiß von dir, dass du dann auch natürlich durch den ganzen Stress und was du alles erlebt hast, hast du dann auch mit der Krankheit zu kämpfen gehabt, ne? Es hat sich dann auf deine Stimme geschlagen, ja? Dir geht es heute wieder gar einigermaßen, können wir dann zum Glück auch so miteinander sprechen, aber da hattest du ja auch nochmal so einen obendrauf, auch noch mit der Gesundheit und man muss ja auch wieder Geld verdienen etc. Genau. Und du hast jetzt vor allem, das ist das Tolle, du hast jetzt auch wieder einen tollen neuen Mann an deiner Seite, bist Genau. glücklich, ihr seid zu dritt, aber jetzt verrat mir doch mal wirklich unter uns Frauen, das beschäftigt mich an deiner Geschichte so. Wie hast du denn dann auch im Kennenlernen von einem neuen Mann nach deiner Geschichte auch wieder Vertrauen fassen können?
Schwierig. Also ich muss sagen, ich habe meinen Mann online kennengelernt, was ja heutzutage eigentlich ganz normal ist. Und habe am Anfang eigentlich gedacht, als ich mitgekriegt habe, dass er aus Leipzig kommt, dachte ich mir, naja, das ist halt so, hast du ein bisschen Zeitvertreib, sage ich jetzt mal, und das kann eh nichts werden. Ich war in Fürth bei Nürnberg eben immer noch und Okay. er war hier und habe das eigentlich für mich nicht so wirklich als voll genommen. Und er hatte dann Urlaub und hat dann gesagt, er kommt vorbei und besucht mich und dann war der von heute auf morgen, war er halt da und ging nicht wieder. Und was halt für mich so der ausschlaggebende Punkt war, er hat von Anfang an mit meiner Kleinen so dieses Verhältnis, die sind super miteinander ausgekommen, obwohl die ja gerade über ein Jahr alt war. Der hat wirklich die Papa-Rolle übernommen. Okay. Also, Der hat dich und das gegriffen und ist der hat dich einfach, überzeugt. Ja, das ist genau. schön, das ist schön. Und sag mal, du erzählst deine Geschichte auch ganz bewusst, auch heute ganz bewusst, weil du sagst, du hast natürlich auch Erfahrungen gemacht in dieser Zeit, die du auch gerne weitergibst an Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken oder da einfach ein bisschen die Augen aufhalten können. Was genau, was würdest du denn da gerne weitergeben? Was ist denn so die wichtigste Erfahrung aus dieser Zeit für dich? Egal, was passiert und egal, wie schlimm man denkt, es ist, es gibt immer, immer einen Weg. Auch wenn der noch so weit weg erscheint, wenn der Tunnel noch so dunkel ist, es gibt einen Weg. Und ich bin ihn gegangen, den Weg. Ja, und du Ja. hast auch so einen schönen Satz stehen, wenn man dich, muss ich wirklich mal empfehlen, auf Facebook einfach mal Machen gucken wir. nach der Melanie. Du hast so einen schönen Satz dort stehen, mit offenen Augen durchs Leben. Das passt auch wirklich zu dem, was du uns gerade hier so als Geschichte erzählst. Und was ich noch toller finde, du erfüllst ja auch gerade einen neuen Traum. Du bist gerade Ja, unterwegs mit Fotografie, weil das willst du von Herzen gerne machen. genau. Und ich glaube auch da, ohne jetzt da groß studiert oder eine Ausbildung zu haben, sondern du nimmst das Talent in die Hand jetzt. Erzähl mal, was machst du da gerade für Sachen? Ich habe irgendwann einfach mal mir einen Spiegelreflex zugelegt und mich hat das immer schon so ein bisschen interessiert und bin dann einfach ja, so ein bisschen losgezogen in die Richtung Lost Place erstmal. Also wirklich verlassene Krankenhäuser, Rittergut, Schlösser, alles, was es so gibt, Fabriken. Und hat es halt fasziniert, einfach diese Geschichte, diese Dinge, die dort teilweise noch rumliegen, mit Bildern zu erzählen oder Dinge einfach festzuhalten in Bildern. Und das hat mich halt sehr, sehr gereizt und macht mir mächtig Spaß. Also ich gehe da richtig auf. Ich bin da ganz entspannt. Ich könnte das stundenlang machen und bin dann halt irgendwann mal, hab dann angefangen so ein bisschen mit Kinderporträt und Family, Hochzeiten, eigentlich so, komplett, was man so als Fotograf so ein bisschen macht und habe mir das wirklich selber angeeignet. Also mir meine Ausrüstung einfach selber zusammengestellt. Fotografiere jetzt mit einer Profikamera und es wird halt viel danach gefragt. Also no, so im Freundeskreis, es weitet sich alles aus. Ich werde auch außerhalb von Leipzig schon teilweise angeschrieben. Ich mache das aus meinem Hobby, aus meiner Leidenschaft heraus. Also ich verdiene damit jetzt noch nichts, was ich natürlich gerne ändern möchte. Und von daher bin ich natürlich immer offen für alles Neues. Wenn es jemand gibt, der sagt, komm, ich gebe jemandem eine Chance oder wir können irgendwo mal was zusammen starten mit jemandem, der vielleicht nicht Fotografie gelernt hat. Aber für mich ist halt immer so der Punkt, ich muss nicht immer was gelernt haben, um gut darin zu sein. Weil wenn ich kein Auge dafür habe, dann nützt mir auch die beste Kamera nicht. Das wäre dann wahrscheinlich auch so eine Botschaft, die du weitergeben würdest an jemanden, der da auch beruflich nochmal neu starten muss, aus so einer schweren Ja. Zeit heraus. Ich muss nicht immer das gelernt haben und da Perfektionist sein oder perfekt sein. Es gibt auch noch Baustellen, die ich lernen muss, ne, wo ich sage, da kann ich mich immer weiterentwickeln. Aber wenn du diese Passion dafür einfach hast und das willst und dich damit auseinandersetzen willst, dann kannst du, wenn du möchtest, alles erreichen. Es dauert halt einfach seine Zeit. Genau, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wir haben gerade ein paar Bilder auch von dir gesehen. Auch deine Bilder mit deiner Tochter sind auch ganz, ganz toll. Einfach mal gucken im Web memoriesbymel.info ist die Webseite und die Mel findet man mit ihren neuen Projekten und Fotos auch auf Facebook, auf Insta, LinkedIn, überall, wo es möglich ist. Sag mal, deine Tochter, die Sui, die hat damals ja noch nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt mit einem Jahr, wo du die schweren Entscheidungen treffen musstest. Was möchtest du denn, was das mal für eine junge Frau wird? Was ist denn dein Wunsch für Zoe? Dass Zoe einfach so in einigen Phasen wird wie ich und einfach immer sagt, es gibt immer einen Weg, es geht immer irgendwie weiter, egal wie schwierig es aussieht, wie aussichtslos das Ganze aussieht. Und ich nehme an, wenn du heute auf deine Entscheidung von damals zurückblickst in der USA, wo es gerade so schwer war, nach vorne oder nach hinten gehen oder vielleicht sogar wieder zurückkehren,
Was würdest du denn heute sagen über diese Entscheidung von damals, die du dann getroffen hast? Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe wirklich alles richtig gemacht. So schwer wie es auch war und so anstrengend wie das Ganze war, es war es wert, alleine für mein Kind. Es ist so toll, mit dir zu sprechen. Hut ab, wirklich, Mel, also über deinen Weg. Ich drücke dir ganz fest die Daumen auch für deine Fotografie, für deinen Weg, dass es da ins Berufliche weiter abgeht mit deiner Kamera. Und da bin ich mir auch ganz sicher, das wirst du packen. Bedanke mich für deine Offenheit, auch mit der Stimme und so. Das haben wir heute gut in den Griff gekriegt, ne? Und auch da weiter gute Besserung. Ja, danke. Und wer Lust hat, reinzugucken, guckt einfach mal ins Netz memoriesbymel.info und verfolgt mal Mels weiteren Weg. Dankeschön, ne? Bis bald wieder. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ciao. Wahnsinnsgeschichte und tolle, starke Frau. Ne? Wie sie sagt, also auch wenn wir wirklich denken, es geht nicht weiter, es geht weiter, es geht wieder bergauf und wir schaffen das. Fand ich einen ganz starken Satz von einem Menschen, der sowas erlebt hat. Und das passt eben auch zu dieser Zeile auf Facebook. Könnt ihr eben wirklich mal nachschauen bei Melanie Schlag Daniels, mit offenen Augen durchs Leben gehen. Genau das wünsche ich euch für eure neue Woche. Wünsche euch gute Entscheidungen, wenn ihr welche zu treffen habt. Und hinterlasst bitte ein Like für diese Folge, wenn ihr die Gedanken und auch die Story von Melanie genauso stark fandet. Kommentiert bitte, schreibt vielleicht auch von Extremsituationen, die ihr bereits meistern musstet. Wir freuen uns sehr auf eure Meinung und hinterlasst natürlich ein Abo. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten spannenden Gast. Bis dahin, alles Liebe, eure Peggy.